Druide hat bald genug Öl fürs Erste hergestellt. Öl wird auch noch so eine Sache, weil... oder? Nahrung, Schlaf, Unterhaltung. Nahrung, Schlaf, Unterhaltung, Religion. Das heißt, eigentlich hätte ich... Nein, Lagerhaus hat auch nichts Religiöses. Ich muss Öl liefern. Muss tatsächlich Öl liefern. So, Zivilist, ab in die Schule. So, Werkzeugschmiede. Das heißt, ich brauche 5 Ölfläschchen und 5 Geschirr. Jo. Du Lebenssammler. Ich hätte früher dran denken sollen, dann hätte ich unseren lieben Iggy hier mehr in... Obwohl, er ist ja fast voll in Religion. Das war die falsche... Der falsche Beruf, er braucht Steinmetz. So, wieder Pilze sammeln. Du mal wieder Möbel herstellen. Gut, Holzfällerzelt ist fertiggestellt. Ach, du bist... Das ist jetzt nicht der Satz mit X und... Oh, meine Güte. Guck, dass du nach Hause kommst, Sven.
Sobald er die Straße erreicht hat, läuft's besser. Oh, Hafgrim muss auch nach Hause. Also für Sven wird das echt knapp. Aber der schafft das noch. Ich finde es lustig, wie er eigentlich Zeug verbraucht, indem er nur rumsteht. Boah, Sven hat es gerade noch so geschafft. 37 Leben. Gut, sowas müssen wir. Jetzt müssen wir ja hier nichts mehr machen eigentlich. Du hast keine Schuhe an mehr. So, Sven erholt sich. Er ist bei 44 oben. Wehe, du bist wieder müde, wenn du in der Schule ankommst. Wisst ihr was, ich mache mal auf Normalgeschwindigkeit so lange, dass ich ihn wenigstens noch ausbilden kann, während er... ...auf dem Weg in die Schule ist. Okay, du wirst jetzt erst einmal hauslos. Ich hab dir dein Haus weggenommen. Ich hab keine Kontrolle mehr über ihn. Echt, ey. Das ist Kacke. So, du bist schon fast wieder gesund, das ist gut. Du bringst Holz rein, das ist auch gut. Wenn wir Holzüberschuss haben, kann ich das Holz ja von dort abtransportieren und hier einlagern. Das wäre auch eine gute Idee. Aber ja, Inki... Ja.
Wollte Essen zubereiten. Du brauchst erstmal wieder Geschirr, würde ich sagen. Ach herrje. Wo ist mein Lehmarbeiter? Ich glaube, du brauchst eine ganze Weile kein Leben mehr machen. So, du schlafen. Gut, das ist ein bisschen so ein Problem, wenn man eine kleine Kolonie so weit am Arsch der Welt hat. So, ich will auf jeden Fall aus Ingi noch einen Goldschürfer machen. Man merkt, wir haben gerade nur einen Bauarbeiter. Und wir kriegen jede Menge Eisen. Wir können bei keinem von beiden Holz. Ah doch, wir könnten Stein gegen Holz. Hier könnten wir Möbel gegen Öl. So, du gehst jetzt hoffentlich in die Schule. Wenn du nirgendwo woanders hingehst, dann erwürge ich dich. Steinmetz. So, das wäre geschafft. In Tempel werden jetzt Pilze eingelagert. Eisenschmelzer betet. Stimmt eigentlich, das wäre noch eine Möglichkeit. Ich wäre richtig einfach ein leerstehender Tempel. Da müsste ich keine Ölfläschchen exportieren. Sondern nur Geschirr.
Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich speichere jetzt mal wieder. Und dann ist es Zeit für einen Cut. Also, bis gleich.